Warum essen russische Frauen so viel Pelmeni und werden nicht fett? Sie essen nichts anderes als Pelmeni. Pelmeni, Vareniki und Pfannkuchen. Also was kann besser sein? Vielleicht die Geheimsfüllung macht uns fit. Das war natürlich ein Witz. Erstens, nicht alle haben eine gute Figur. Und zweitens, diese Milchspeisen nicht so ungesund wie zum Beispiel Fast Food. Das ist ihr einziges Essen an einem Tag. Und sie laufen viel. Seid ihr wirklich alle religiös? Das ist ein Stereotyp. In Russland gibt es viele Religionen, aber nicht alle Menschen sind religiös. Man kann Atheist sein und das ist ganz normal. Gibt es viele Kommunisten hier? Nein, aber du kannst viele Denkmäler von Lenin hierzulande finden. Ich meine, dass Russland ist offenbar ein postsowjetisches Land ist und deswegen gibt es immer noch viele Kommunisten. Wieso sehen junge russische Frauen immer so perfekt gepflegt aus? Sogar ihre Nägel. Wie man so schon sagt, Schönheit wird die Welt retten. Wir legen einen großen Wert aufs Aussehen. Also es ist uns äußerst wichtig. Vielleicht fühlen wir besser uns mit der Maniküre, Make-up und lichtvoller Kleidung. Wieso sind alle Gebäude so gigantisch? Stalin wollte die Idee über die Mächtigkeit des Sowjetunions mit der Architektur ausdrücken. Warum haben alle Russen eine Dacha? Das ist unsere Besonderheit. Wir bringen Russen vor dem Sommer, gerade während der Pflanzsaison. Wir pflanzen dort unsere Balalaikas. Dacha ist für Russen die beste Erholung. Männer verbringen dort viel Zeit und genießen es sehr. Man hat ein Landhaus, damit es etwas gibt, woran man in der U-Bahn denken könnte. Was hält hier vom Westen? Persönlich denke ich, dass der Westen eine sehr interessante Kultur hat. Von allem Mode, Essen, Musik. Und wir haben etwas von ihnen zu lernen. Zum Beispiel gesundes Lebensstil. Ich möchte, dass in Russland mehr Lebensmittelgeschäfte mit gesundes Lebensmittel gibt. Auch Mülltrennung, Vintage-Laden. Warum lächelt ihr nie in der U-Bahn? Unser Lippenvorrat reicht nicht bis zum Freitagabend. Ganz einfach. Man muss sehr früh aufstehen, dann lange zur Arbeit oder zum Studium fahren. Und da sind so viele Leute da in der Bahn. Aber ich habe jetzt versucht, öfter in der U-Bahn zu lächeln. Es gibt keinen guten Morgen für Russen. Weil wir keine Zeit zum Schlafen haben und dann fühlen wir uns sehr müde. Ich finde, Russen sind tief in ihren Gedanken in der U-Bahn vertieft. Zum Beispiel, sie können über Kommunismus denken oder wie viele Kilos Kartoffeln sie auf ihrer Dacha ernten werden.